Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monatsrückblicks. Diesmal Juni. Beginnen wir naheliegenderweise am Anfang. Anfang des Monats überraschten Wizards mit umfangreichen Restriktionen im Vintage-Format. Nun, dem Umstand, dass Honda neuerdings diesem elitären Zirkel angehört, begegneten die meisten ja noch mit zwar überraschtem, aber letztlich doch indifferenten Achselzucken. Der Restriktion von Flash hingegen kommt tatsächlich einige Bedeutung zu, allerdings war diese schon seit langer Zeit abzusehen. Für Gash gilt ähnliches und dass Merge Scroll dann auch noch restricted wird, ist nur konsequent. Wirklich krass ist also nur, das aber dafür auch richtig, dass Brainstorm, welcher schon seit Jahren in jedem zweiten Deck viermal vertreten war, nun ebenfalls auf eine einzelne Kopie reduziert ist. Das stellt Vintage nun erstmal auf den Kopf, aber da sich dieses Format so langsam bewegt, dass wir jetzt immer noch keine Informationen über die Auswirkungen haben, machen wir lieber weiter mit dem nächsten Thema. Dieses Symbol steht für allerlei Bestürzung, Befürchtung und irgendetwas mit B, was mir jetzt aber entfallen ist. Dabei ist die Form absolut harmlos. Hierbei handelt es sich um das Expansionssymbol des im Oktober erscheinenden Sets Shards of Alara. Die Farbe jedoch bedeutet, dass Magic eine neue Seltenheitsstufe bekommt, welcher zum Beispiel dieser bislang noch äußerst unfähige Planeswalker angehören wird. Die Befürchtung dabei ist klar, seltenere Karten bedeuten mehr Geld, was den Bach runtergeht. Dass das nicht notwendigerweise so sein muss, liegt daran, dass Shards of Alara nicht nur diese Änderung mit sich bringt. Diese Übeltäter werden quasi dadurch ausgeglichen, dass es in dem Set viel weniger Karten insgesamt geben wird. Viel entscheidender als die Frage, ob Punkt 1 Magic teurer macht, finde ich allerdings die Frage, ob Punkt 2 Magic nicht vielleicht besser macht. Dazu will ich kurz einmal sagen, was ich mir von einem Constructed-Format wünsche. Einerseits soll es vielfältig sein, andererseits aber auch überschaubar. Und ja, das ist ein schmaler Grat, ein Balanceakt. Aber auf beiden Seiten wartet sozusagen die Verdammnis. Entweder es gibt nach kürzester Zeit schon keine Optionen mehr zu erforschen, dann stagniert das Format und wird langweilig, oder die Optionen sind so zahlreich, dass man sowieso niemals alle ausschöpfen könnte. Ich zumindest finde Letzteres ähnlich frustrierend wie das andere Extrem. Und ich habe nun mal den Eindruck, dass Magic in letzter Zeit etwas in die letztgenannte Richtung wankt. Oder im Fall des aktuellen Block-Constructed-Formats in beide Richtungen zugleich. Dort gibt es allein schon durch die Vielfarbigkeit endlos viele Möglichkeiten, die bringen nur alle nichts. Ach ja, wenn ich in diesem Zusammenhang von Optionen rede, meine ich natürlich immer nur relevante Optionen. Und die haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Vergleichen wir zum Beispiel einmal Morning Tide, weil sich daraus ja gerade eine Karte anschickt, der neue Tamogolf zu werden, mit Stronghold aus dem einfachen Grund, weil das circa 10 Jahre vorher erschienen ist. Die stärkste Rare aus Stronghold war Dreamhalls. Die schwächste Rare hingegen war, gut, ich habe es jetzt nicht genau nachgeprüft, aber ich glaube, es war Amok. Und jetzt das gleiche für Morning Tide. Okay, an 1, Muta Vault. Es ließe sich sicherlich auch für Bitterblossom argumentieren, aber nehmen wir einfach mal The Vault. So, und die schwächste Karte? Battletide Alchemist? Oder vielleicht doch eher Indomitable Ancients? In jedem Fall habe ich die nächstbeste Karte schon in Constructed Decks gesehen. Das bedeutet nun zweierlei. Einmal, wer heutzutage über Crap Rares meckert, hat die gute alte Zeit niemals erlebt. Außerdem aber, die Schere zwischen gut und schlecht geht immer weiter zusammen. Und versteht mich nicht falsch, es ist gut, dass Wizards immer weniger unspielbaren Mist drucken. Aber so wird eben aus einem riesigen Kartenpool ein gigantischer. Da sollte man gegensteuern, indem man weniger Karten druckt. Und wenn ich dafür Mythic Rares in Kauf nehmen muss, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bitte. Und dann waren da noch die Qualifikationsturniere zu den diesjährigen Nationals. Zu diesen werden endlich auch die Magic-müden Pros quasi hingeprügelt. Und mit Last-Minute-Qualifikationsmöglichkeit, zwei PTQs und weiteren Events ist auch für Nicht-Qualifizierten durchaus gesorgt. Aber wer sich nicht alles schon qualifiziert hat? Der kleine DJ. Nicht zu verwechseln mit dem großen DJ. Unser aller Lieblings-Ophthalmologe. Und selbst derjenige, dessen Name sowie Rechtschreibung denen ungefragter Werbe-E-Mails entsprechen. In diesem Jahr wird das wahrlich ein Treffen der gesamten Community. Ach ja, der Mann mit der Lederweste ist natürlich auch dabei.
Apropos, dieser hat den Juni auch genutzt, um in der internen Rangliste der aktivsten Foren-User von Platz 5 oder so auf Platz 2 zu springen. Wie er mit 10 Leuten gleichzeitig diskutiert und diese dabei ganz schön in die Enge treibt, war nicht nur beeindruckend mit anzusehen, sondern ebenfalls äußerst unterhaltsam. Es soll aber niemand behaupten, es hätte keine Warnung gegeben. Den Text hier konnte man eine Zeit lang unter jedem seiner Beiträge vorfinden. Und wenn man genau hinguckt, kann man den Unterschied sogar sehen. Und wie jeder gute Computergegner erzielt auch dieser seine Siege in erster Linie dadurch, dass er schummelt. Vielleicht kennt ihr es ja noch von dem Magic-Computerspiel Shandala. Dort war der Endgegner auch nicht so schwierig zu besiegen, weil seine KI besser war. Nein, diese nahmen einfach nur entsprechende Sonderregeln für sich in Anspruch. Im Fall des Zeromant-Bots bedeutet das den Einsatz von fiesen Rhetorik-Skills, um die Gegenseite in Grund und Boden zu reden. Und wie sagte Trash erst letzte Woche, in den insgesamt 15 Minuten, die ich aus seinem Videodraft-Walkthrough rauseditiert habe zum Thema Rhetorik. Meine Damen und Herren, um den Beatdown, wenn man im Mail-Deck auf jeden Fall erstmal, ich meine gut, ne, aber da, also da geht nicht viel dran, muss man dazu sagen. Naja. Zum Abschluss beschäftigt mich in dieser Rubrik nun noch die Frage, wie buchstabiert sich eigentlich Quick and Toast richtig? Zur Auswahl stehen 2 Leerzeichen und 2 Apostrophs, ein bisschen so wie in Rock'n'Roll, wobei schnell und Toast irgendwie nicht besonders viel Sinn macht. Und auch bei der Variante schnell und Toast frage ich mich immer, wozu die Eile? Dazu wiederum fällt mir überhaupt nichts ein. Und dann gibt sämtliche Varianten natürlich auch noch mit weniger Leerzeichen. Schont die Umwelt. Tatsache, all diese Schreibweisen habe ich bei meiner Internetsuche gefunden. Wobei das nicht allzu viel zählt. Wenn man nur lange genug sucht, stößt man nämlich unweigerlich auch auf Schreibweisen wie diese. Das ist wohl bestenfalls klingonisch. Meine Lieblingsoption, wie man diesen Decknamen schreibt, sähe ja folgendermaßen aus. Woher kommt das eigentlich, dass Deckdesigner ihre Decks nach dem nächstbesten Lebensmittel benennen, das ihnen gerade buchstäblich durch den Kopf geht? Nun ja, wenigstens bedeutet das, dass man an geeigneter Stelle nachsehen kann. Falls ihr es nicht wusstet, Quick ist das franco-belgische Gegenstück, das franco-belgische Pendant zu McDonald's. Und dort kann man ein wenig blättern und findet schließlich Quick and Toast. Mit erstem Apostroph, gefolgt von einem Leerzeichen, dem N und noch einem Leerzeichen. Was mich nun noch interessiert, wie schmeckt das Ganze eigentlich? In Belgien steht das zwar nicht auf der Speisekarte, aber wenn ihr das nächste Mal bei einem Quick in Frankreich seid, probiert es doch einmal aus. Natürlich nur, wenn ihr dagegen auch ein gutes Matchup habt. Damit wäre denn auch der Bildungsauftrag für diese Woche erfüllt. Bis zur nächsten, tappt für euch weiter im Dunkeln, Tobi Hart.